Ja, hallo liebe Freunde, hier endlich wieder zu Let's Build Hogwarts und ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Pause gemacht und guck mir das Ganze jetzt auch wieder erst seit längerer Zeit an. Ihr werdet von dieser Pause wahrscheinlich nichts oder ihr werdet nichts davon gemerkt haben, da ich ja auch immer ein bisschen vorarbeite und noch Folgen auf der Festplatte hatte, die ich dann nur noch online stellen musste. Ja, jetzt gerade bin ich dabei, die Episode 40 hochzuladen. Und sehe auch, dass ich nicht mehr viel im Vorrat habe. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder ransetzen. Und ja, was heißt muss? Ich mache das ja gerne. Also, wie gesagt, das ist ein Projekt, das mir unheimlich viel Spaß macht. Und was ich auf jeden Fall auch weiterspielen werde. So, wir schauen mal kurz, was wir erreicht haben. Ja. An sich finde ich das hier alles gut und schön. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich hier noch ändern möchte. Das hat hier zum einen einmal mit dem Tor zu tun. Dann hat das hier teilweise auch mit den Scheiben zu tun. Und ja, würde ich einfach mal sagen, beginnen wir. Ich schaue einmal ganz kurz. Die Bank haben wir hier schon angefangen. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier in den Kisten nochmal drin liegen? Oh, da haben wir noch Bausteine. Ich werde die jetzt erstmal alle hier lagern. Schauen wir mal gleich, wie viel wir noch da haben. Weil ich würde auch noch vorschlagen, erstmal wieder was sammeln zu gehen. Beziehungsweise mal ein paar Rohstoffe wieder zu sammeln. Gehen wir mal kurz in unser Bunkerchen, den wir ja ganz am Anfang diese Let's Build-Reihe erstellt haben. Und ja, ich weiß auch noch, wir haben drei Hühnchen. Erwachsen sind die zwar immer noch nicht, aber okay. So, dann haben wir hier ein paar Krimskramskisten, die ich eigentlich auch mal sortieren müsste, aber das kommt alles mit der Zeit. Wir haben viel Birkenholz. Oh, und sehr viel Erde. Blumen haben wir. Säpplinge, noch mehr Birkenholz und ja, noch ein bisschen was. So. Gut. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Das ist jetzt die Frage. Geht die Sonne auf oder? Ja, die Sonne geht auf. Okay. Die Fichten könnten wir theoretisch abbauen. Oder wir betreiben noch ein bisschen Terraforming, was ich persönlich für ein bisschen sinnvoller halte. Dann würde ich sagen, nehme ich mir einmal die Schaufel und klopp mal hier ein bisschen was vom Berg weg. Weil den Platz, den brauchen wir auch noch. Und deswegen setze ich mich jetzt hier direkt mal dran, dass das hier schon möglichst ein bisschen was abgebaut wird. Damit wir nachher hier nicht so in Hektik alles abbauen müssen, weil den Platz werden wir auf jeden Fall brauchen. Auch wenn wir später den verbotenen Wald um Hogwarts rumsetzen. Da wird auf jeden Fall sehr viel Platz benötigt und da werden auch alle Bäume weg sein müssen, weil ich nur Fichten hinsetzen werde, weil das mir passt. Und ja, zu diesem YouTube-Kanal kann ich schon mal sagen, es ist so ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe. Also nicht so viel Alarm auf meinen Videos, war aber auch absolut klar und das ärgert mich auch nicht. Ich habe allerdings auch schon ein paar super, super nette Kommentare bekommen, von mehreren Leuten schon, was mich wirklich sehr gefreut hat, was mich wieder total motiviert hat und das auch ein Grund ist, warum ich hier weitermache. Ich hätte zwar auch so weitergemacht, aber es spornt halt ein bisschen an, ne? Also, man merkt das halt schon, wenn man Lob bekommt, dann ist das was anderes. Also man macht dann noch mehr als eigentlich gewollt und ist jetzt auch wieder schon total dabei. Ich merke es ja selber an mir. Und das ist absolut klasse. Und vielen, vielen Dank an die Leute, die mir da den Support geben. Finde ich absolut klasse, dass sich die Leute Zeit nehmen, die Videos anschauen und mir dann auch noch Kommentare schreiben. Ich hatte letztens einen Kommentar von einem jungen Mädchen. Ich glaube, 15, 16 Jahre alt war sie, hat sie geschrieben. Die hat mich entdeckt. Schaut wahrscheinlich jetzt gerade auch zu, vielleicht. Und hat daraufhin alle meine Folgen durchgesuchtet. Also da war ich schon ein bisschen perplex. Also das war schon etwas, wo ich sage, wow. Also das finde ich absolut genial, dass sich Leute wirklich die Zeit nehmen, alle Videos auf einmal nochmal durchgehend anschauen. Das ja, ist auch schon eine gewisse Zeit, die da in Anspruch genommen wird. Meine Videos, das hier ist glaube ich jetzt Folge 44, die ich hier gerade mache. Die dauern bis dato, das sind mehrere Stunden, die dann dafür geopfert hat, nur um sich diese Videos hier anzuschauen. Sie schrieb dann auch noch, dass sie auch immer auf der Suche war nach solchen Videos und dass ich es im Survival-Modus mache. Respekt dafür, hat sie gesagt.
Um dich mal jetzt direkt anzusprechen, das habe ich damals auch total doll gesucht, also jemand, der das macht. Und so bin ich auch erst auf die Idee gekommen, weil man sieht zwar immer Hogwarts, wie Hogwarts gebaut ist, so entweder in einer Speed-Aufnahme, so dass es ganz, ganz schnell gemacht wird, oder dass die Leute das schon fertig präsentieren. Und ich fand es immer sehr, sehr reizend, das zu sehen, wie die das aufbauen und was für Tricks und Kniffe die anwenden, damit das am Ende so aussieht, wie es dann zu sehen ist. Und ich finde, in der Survival-Aktion das zu machen, ist auch nochmal extra cool, weil das ist ja eine unendlich schwierige und langfristige Aufgabe, wo man auf jeden Fall unfassbar viel Motivation auch braucht. Also sich da immer wieder zu pushen, dass man das weitermacht und so, das ist echt nicht ohne. Und damit möchte ich jetzt auch hier mich nicht irgendwie ins Rampenlicht stellen oder so, sondern das sehe ich wirklich so. Also das ist etwas... Wow, also ich glaube auch nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch nicht, dass mir das in nächster Zeit Leute so schnell nachmachen werden. Ich habe mich schon umgeguckt, es haben wohl noch ein paar Leute das auch mal gemacht, aber nicht auf Deutsch, glaube ich, und auch nicht in dieser Form und auch nicht in diesen Ausmaßen wie ich jetzt. Dass ich der Erste da bin, macht mich stolz und sorgt auch dafür, dass ich das hier weitermache, weil ich möchte natürlich dann den Zug weiterfahren und nicht irgendwann den Schlüssel abgeben an irgendeine andere Person, weil das ist jetzt mein Baby quasi, das ist mein Projekt, das ich hier gestartet habe. Und genauso wie Gronkh seine Mission, die meisten Minecraft-Folgen zu machen, ist meine Mission hier Hogwarts fertig zu bauen, im Survival-Modus und so, dass das alle mitbekommen. Und ja, da wird mich auch keiner von abbringen, das ist mein Projekt. Und auch wenn das hier überhaupt nicht angeguckt wird, wird das weiter folgen. Und da könnt ihr euch definitiv drauf verlassen, Leute. Bevor ich das hier aufhöre, da muss schon irgendwas sehr, sehr Schlimmes passieren, bevor ich hier dieses Projekt aufgebe. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Also das macht mir auch so viel Spaß und auch wenn ich ab und zu mal größere Pausen dazwischen habe, das heißt nicht, dass ich keinen Bock mehr habe, sondern dass ich einfach ein bisschen, ja, ich arbeite ja vor, kann mir das also erlauben, mal ein bisschen was an Pause zu machen. Die letzte Pause war jetzt knapp 3 Wochen lang, also 3 Wochen habe ich hier nicht weitergearbeitet. Ja, ist ja eigentlich für euch egal, weil ich lade jeden zweiten Tag eine neue Folge hoch. Immer Punkt 13 Uhr, dass sich die Fans, sage ich mal in Anführungszeichen, das jetzt auch mal merken. Also 13 Uhr ist immer eine neue Folge von mir. Und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, könnt dann natürlich auch, wenn es euch passt, dann einschalten. Und ich werde auf jeden Fall mein Wort halten, es wird dann immer eine neue Folge online sein. Und die dauert dann in der Regel so, ja, 12 bis 20 Minuten, immer unterschiedlich, es hängt immer davon ab, wie die Folge splittet sind von Fraps. Dann mache ich das alles, schneide ich das zusammen und dann schaue ich eben immer so, dass die Zeiten ungefähr passen. Und ja, ich denke, bis jetzt funktioniert das auch einigermaßen. Ja, der Berg ist hier echt schon relativ groß. Es ist echt eine Aufgabe teilweise auch so Berge abzubauen oder so Hügel. Ein Berg ist das ja jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Schaufel geschrottet. Letzte Schicht noch fertig, weil das sieht ein bisschen scheiße aus, wenn direkt vor dem Fenster so ein Berg ist. Dann muss sowieso abgebaut werden, dann kann ich das auch jetzt schon machen. So, die Bäume können dann auch gleich da weg. Die werde ich als nächstes jetzt gleich fällen, weil die stehen da echt im Weg rum. Was ich wahrscheinlich noch bald als Special-Folge mache, ich baue Hogwarts gerade zweimal. Und zwar einmal in Creative Mode, allerdings offline, also nicht so, dass ihr das sehen könntet. Und halt diese Version hier. Wenn ihr möchtet, kann ich euch mal eine Zusammenfassung von dem bisherigen Stand meiner Creative-Version zeigen. Da bin ich deutlich weiter, geht ja auch deutlich schneller das Ganze. Und ja, vielleicht möchtet ihr es ja. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Dann mache ich da mal so eine Folge drüber, wie das schon aussieht da. Es ist allerdings ein bisschen gespoiler. Also ich werde ein paar Sachen da genauso machen wie hier. Nicht alles, aber vieles.
Und da müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, dass ich dann ein bisschen spoilern werde. Wenn euch das aber egal ist, dann sagt mir das, dann machen wir das so. Also, mir wäre es egal. So. Blöcken hier noch alle wegklatschen. Ich hoffe, meine Axt reicht dafür noch. So. Jupp. Gut. Ah, ne, da ist noch eine. So, dann muss ich mich auch ein bisschen hochgraben. Sonst komme ich wieder nicht an den Baum ran. Oh, hat genau gepasst. So muss das. So. Haben wir wieder ordentlich was abgebaut hier vom Berg. Ich denke mal, wir machen das ab und zu mal einfach so, dass wir immer ein bisschen mehr machen. Hier, ich kann ja hier nochmal was wegnehmen. Das ist ja nur Erde, das geht ja schnell. Das Feld habe ich jetzt ein bisschen brach liegen lassen. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich das noch weiterführen werde. Eigentlich brauche ich ja Essen, aber ich denke, da werde ich eher auf Tiere zurückgreifen. Weil das ein bisschen einfacher ist. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich mir auch bald hier ein Gehege mit Kühen oder so. Ist, glaube ich, ein bisschen effektiver, das Ganze. Muss ich mir aber, wie gesagt, nochmal überlegen. Ich glaube, die kann man mit Samen oder so locken. Moment, dann probieren wir das vielleicht auch gleich mal. Machen wir ein bisschen was weg. Zack, da haben wir schon die ersten. Ich brauche, glaube ich, auch nur eins. Oh, wir hatten auch schon welches dabei. Hehe. Und dann schauen wir mal ganz kurz, dass wir eine Kuh finden. Und vielleicht können wir die dann überreden. Im Übrigen werde ich die Wand hier deutlich höher machen. Mir ist auf ein paar Fotos aufgefallen, dass die große Halle doch schon relativ hoch ist. Und dann muss ich das natürlich noch ergänzen. So, schauen wir mal, ob die Pferde darauf anspringen. Hier. Hallo. Pferdchen. Ja. Die Schafe auch nicht, okay. Ist das da hinten eine Kuh? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da steht doch eine Kuh. Ja, das dürfte eine Kuh sein. Sehr gut. Schauen wir mal. Ja, da ist eine Kuh. Hm. Hm. Ich glaube, die folgt mir nicht. Oder?